Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video nehme ich euch für einen Tag mit in meinem Tieralltag. Aber zuerst kommt mal das Intro. Euch nicht, dass ich mich ein bisschen komisch anhöre. Das liegt einfach daran, dass ich leider noch ein bisschen krank bin. Also das Erste, was ich in der Früh gemacht habe, was mit den Tieren zu tun hat, war, dass ich den Brüter kontrolliert habe, ob die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit stimmt, da ich im Moment wieder Zwergwachteln ausbrüte. Und was ich wirklich sehr empfehlen kann, dass ihr immer einen Sackerl mitnehmt, in die Schule oder wohin ihr auch geht. Dann könnt ihr immer, wenn ihr irgendwo schon einen Löwenzahn seht, den mitnehmen. Und dann müsst ihr nicht später extra am Abend irgendwo hinsammeln gehen. Hier seht ihr ein paar Dinge, die ich aus der Küche bekommen habe von meiner Mutter für die Tiere. Also hier haben wir Gurkenschalen, das Innere vom Kürbis und eine Bananenschale, natürlich Bio. Und das habe ich den Kaninchen gleich in der Früh gebracht. Vor kurzem hatten wir eine Kokosnuss und da habe ich die zwei Hälften einfach jetzt im Moment immer in der Küche stehen und dann werden die aufgefüllt mit der Zeit und dann bringe ich das den Kaninchen. Wie wir sehen können, geht es den Kaninchen sehr gut und dann habe ich natürlich auch wieder das Futter aufgefüllt. Es war aber auch noch welches vorhanden. Ich pflücke das Futter immer so, dass ich am nächsten Morgen noch immer genug da habe, damit ich in der Früh nicht irgendwo schnell Wiese sammeln muss. In dem Fall hier war das meiste Löwenzahn. Löwenzahn und Wiese kommt bei mir auch immer in eine Heuraufe, da ich das einfach viel praktischer finde, da dann die Kaninchen nicht drauf pinkeln. Und am besten ist, wenn man unter der Heuraufe noch eine Toilette hat, dann machen sie dort gleich rein. Und worauf ich auch immer achte, ist, dass die Kaninchen genug zu fressen haben. Das heißt, immer wenn ich wieder zu ihnen gehe, um das Futter aufzufüllen, dass dann noch immer ein bisschen da war. Dann habe ich die Zwergwachteln wie jeden Morgen rausgelassen und die erste, die immer rausgeht, ist die Hope. Und der Alba natürlich auch hinter ihr her. Hier sind die Kokoshälften, die immer in der Küche stehen. Dann gab es natürlich auch Frühstück für mich. Und hier im Backrohr trocknen gerade Steinpilze, die wir gesammelt haben. Am Heimweg von der Schule habe ich dann das Kaninchenfutter gesammelt. Als ich dann daheim war, habe ich die Kleinen natürlich rausgelassen. Die Kaninchen sind eigentlich bei uns immer draußen, wenn meine Mutter oder ich zu Hause sind. Normalerweise sperre ich kurz die Zwergwachteln ein und lasse dann die Kaninchen raus, mache die Voliertür wieder zu und lasse die Zwergwachteln wieder raus. Aber in dem Fall habe ich die Zwergwachteln eingesperrt gelassen, da ich ausmisten musste. Wie wir hier sehen, war ein ziemliches Chaos. Nach dem Ausmisten und Futter auffüllen war wieder alles blitzeblank und das mag ich einfach viel lieber im Vergleich zu vorher. Auch hinten im Schutzhaus habe ich etwas umgestellt und seitdem es umgestellt ist, benutzen sie das Schutzhaus viel mehr. Hier habe ich den Zwergwachteln ein bisschen Gras zur Beschäftigung gegeben und ein paar Mehlwürmer verteilt. Den Hühnern geht es natürlich auch gut. Die Lilly hat sogar ein paar Himmel bekommen, weil sie diese einfach liebt. Am Abend habe ich dann leider nicht mehr gefilmt, da es mir da ziemlich schlecht ging und ich sie nur kurz und schnell versorgt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein paar Inspirationen aus dem Video gezogen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, oder abonniert mich. Und jetzt, tschüss, Baba!